Also es scheint auf jeden Fall was Dickes zu kommen, wie ihr sehen könnt. Ah, schön. Guckt euch das mal an. Da kommt auf jeden Fall gut Wind mit bei rum. Ich kann da nicht hingucken, Leute. Es tut mir leid, ich kann nicht hingucken. So kommt der Staub hier auf mich zugeflogen. Ja, Mahlzeit. Es ist mal wieder soweit. Ich werde heute nichts Großes machen, definitiv nicht. Ich werde mir das hier von hier aus angucken und mal schauen, was da alles so Schönes kommt. Also es scheint auf jeden Fall was Dickes zu kommen, wie ihr sehen könnt. Ah, schön, der Blitz drauf. Sehr gut, geile Sache. Es ist am Donnern ohne Ende. So, es fängt auch schon an zu regnen. Guckt euch das mal an. Da kommt auf jeden Fall gut Wind mit bei rum. Ihr seht es. Hier kommt gerade mega eine Staubwolke auf mich zugeflogen von dem Feld. Weil alles da natürlich trocken ist wie Sau. Gerade gelesen, eine starke Zelle zieht gerade über den Kreis Heinsberg, über Erkelenz. Ist aber wohl nur der Vorbote. Ja, ihr könnt das sehen, ihr guckt euch das an. Fenster zu machen. Ah, da war ein Blitz. Scheiße. Habe ich nicht mehr drauf. Schade. Boah, ich schmecke den Staub. Also ist wohl nur das Vorgeplänkel, was da kommt. Da kommt noch ein bisschen eine etwas größere Zelle hinterher. Ihr seht, wie der Staub hier fliegt. Das ist ganz schön, was da gerade kommt. Das ist schon eine relativ starke Zelle. Ja, ich musste jetzt leider zumachen, weil ihr seht es, es schüttet aus Eimern. Somit hat sich auch der Staub ein bisschen gelegt. Schade, dass das so blöd ist jetzt mit dem Regen.
Ja, der Staub hat sich jetzt natürlich durch den Regen ein bisschen gelegt. Ist nicht mehr so staubig. Da war auf jeden Fall gerade wieder ein Blitz. Ja, noch mehr Informationen habe ich gerade nicht. Das Einzige, was ich noch sagen kann, ist, was ich gelesen habe gestern schon, dass die Gewitterluft ziemlich akut ist hier bei uns in der Ecke, ganz im ganzen Westen allgemein. Hier hatte ich jetzt gelesen bei Pivotal Wetter, Pivotal Weather, packe ich euch mal in die Beschreibung den Link. Falls ihr, für die Leute, die sich da eventuell ein bisschen mit auskennen, ich kenne mich auch nicht hundertprozentig damit aus, aber da lag der Cape-Wert schon bei 1600. Das klingt nicht so viel, weil über 2000 ist erst, würde erst ziemlich krass werden. Aber auch die Werte für Superzellen sind auch nicht unbedingt gegeben heute, weil es relativ hohe Wolkenformationen sind. Und auch nicht, wie sagt man so schön, die ganz heiße Luft, die ja heute war, ist auch nicht so typisch für Superzellen. Das ist eigentlich eher so zwischen 20 und 25, 30 vielleicht. So in dem Rahmen, da ist so die Temperaturen für Superzellen. Es ist natürlich nie ganz ausgeschlossen, das kann man da schon mal zu sagen. Aber laut den ganzen Wetterfröschen ist das nicht unbedingt gegeben heute. Sagen wir es mal so. Aber man weiß nie so genau. Man weiß nie. Ja, da kommt auch ein bisschen Wind mit bei. Da ist auf jeden Fall, es ist windiger geworden. Ich weiß nicht, ob ihr das da hinten sehen könnt, jetzt durch den Wischer. Ja, doch, ihr könnt es ein bisschen sehen. Es ist auf jeden Fall, dass auch Wind mit beikommt. Die drehen sich auch noch munter weiter. Das macht ja eigentlich Sinn bei Sturm. Aber eigentlich soll auch nicht so wirklich viel Sturm kommen heute. Ich lasse mich mal überraschen, aber ihr seht das. Da ist ein bisschen Wind mit drin. Vielleicht besteht da sogar die Möglichkeit, dass ein Downburst kommt. Man weiß nie. Also man weiß definitiv nicht. Ich meine, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ne, ihr könnt das so vielleicht eher sehen da hinten. Ja, nicht so wirklich. Aber da hinten die Bäume zum Beispiel, die da, die wehen ganz schön da hinten. Also, ja, ihr hört es ja, ne? Der Regen, der wird auch stärker. Die Bewässerung da hinten ist auch noch an am Start. Die bewässert auch noch fröhlich. Da war wieder ein schöner Blitz. Ich würde behaupten, wir sind jetzt in der Zelle drin. Aber genau wissen tue ich nicht, aber ich vermute es mal stark. Ich muss jetzt gleich mal aufs Radar gucken. Ich mache jetzt erstmal hier wieder den Wischer aus. So. Ja, also das Gröbste, Freunde, scheint vorbei zu sein. Es regnet immer noch wie Sau. Und da hinten kühlt die Feuerwehr. Okay, also ich habe mich vertan, Leute. Es kommt, wird doch wieder ganz schön stärker, fängt es wieder an zu regnen. Ihr seht es da hinten. Ja, ihr seht auch, hier ist alles kletschnass. Aber ich kann sonst nicht anders filmen. Ich weiß sonst nicht, wie ich filmen soll. Naja, wie auch immer, Feuerwehr ist auf jeden Fall schon rausgefahren. Ist auf die Autobahn gefahren. Auch in die Richtung, wo ich gerade filme. Die sind von da gekommen und sind auf die Autobahn direkt da gefahren. Und ja, mal gucken, was uns da heute noch erwartet. Ich denke mir mal nicht mehr allzu viel. Wir sind da vielleicht wieder haarscharf dran vorbeigekommen, weil wenn ich mir das Radar so anschaue, dann ja, dann ist da doch einiges an uns vorbeigezogen.
Ich lass mich mal überraschen. Ja, wie ihr sehen könnt, es zieht weg. Und ja, scheint, war das wohl nur der erste Vorläufer. Da soll wohl bis in die Nacht kann da noch mehr kommen. Ich bin mal gespannt. Ich kann mir das, da habt ihr vielleicht noch den Blitz gesehen. Ich kann mir das zwar nicht so ganz vorstellen, aber wollen wir mal abwarten, würde ich mal so behaupten. Wollen wir mal schauen, ob da vielleicht doch noch irgendwas kommen könnte. Ich beende auf jeden Fall an dieser Stelle mal das Video. War mal ein kleines Video, schätze ich mal, ich weiß nicht genau. Wenn es euch auf jeden Fall gefallen hat, drückt gerne einen Daumen hoch. Schreibt was Nettes in die Kommentare und dann, ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Also macht's gut. Haut da rein. Ciao, ciao.